Gut, dann haben wir den. Dann brauchen wir noch einen Filter. Da hatten wir auch noch einen von, meine ich. Irgendwo. Da, die nehmen wir mal alle mit. Dann möchte ich noch einen Trichter mir bauen. Eisen haben wir jetzt nicht dabei. Müssen wir noch mitnehmen. Wo haben wir Eisen? Da haben wir Eisen. Gut, dann machen wir uns erstmal nochmal einen Trichter eben fertig. Und bevor ich damit anfange, muss ich eben nochmal gucken, ob ich hier... Da habe ich auch noch ein paar Pneumatic Tubes. Jawohl, ja. So, und jetzt bauen wir uns erstmal ein Steinzahnrad fertig. Das brauchen wir ja für den Trichter. So, das kommt dahin, das kommt dahin, dann kommt das normale Eisen als Trichterform drumrum. Ich muss sagen, die Trichter, die mit Minecraft 1.5 jetzt dazugekommen sind, sind auch eine nette Erfindung. Ich hoffe, sie lassen sie beide drin, diese Trichter und die anderen, weil die anderen haben noch eine leicht andere Funktion. Finde ich wahnsinnig praktisch in der Hinsicht. So, jetzt brauchen wir den Stirling-Motor. Den haben wir da. Das heißt, wir brauchen die Pumpe noch nicht. Die lassen wir unten erstmal weiter pumpen. Theoretisch müsste er jetzt ja eigentlich auch schon bald durch sein damit. Bauen wir aber hier erstmal weiter. So, da kommt die Pumpe ran. Das heißt, der Stirling-Motor muss terroristisch gesehen dort ran. Verdammt. Ich muss mal hoch und den Crescent Hammer holen. Also unseren Schraubenschlüssel. Weil ich den Motor umdrehen muss. Ich hoffe, damit ging das. Nein, das waren die falschen. Die hier möchte ich haben. Ist wieder ein Krach in dem Laden hier, ne? Das übertönt schon fast mal. Alter, was spricht die denn jetzt? Sagt sie gerade. Nein, hiermit lässt er sich jetzt natürlich nicht umdrehen. Das heißt, wir werden ihn runterschmeißen müssen. Wird's ja aber laut. So, da muss jetzt erstmal irgendwie der Filter ran. Das heißt, wir müssen uns hier erstmal die Pneumatic Tubes hinsetzen. Und theoretisch muss ich da erstmal einen Stein rein haben. Sonst baue ich mir nämlich hier den ganzen Kram dicht. So, jetzt muss ich haben die Filter. Hier muss rein ein Pflasterstein erstmal. Beziehungsweise wir können ja auch gleich Eichenholzbretter reinschmeißen. Schmeißen wir uns hier auch gleich durch. Wo ist mein... Da ist mein Diamond Drill. So, dann geht das nämlich hier weiter. Pneumatic Tubes können wir jetzt auch wieder setzen. Nein, da soll er bitte dann nicht hin. So, und dann müssten wir theoretisch hier nach oben, weil ich hier nämlich direkt über dem Stirling-Motor, der ja hier hinkommt, das heißt, wir sind hier sogar etwas falsch rausgekommen, verdammt. Wir müssten einen weiter hier rüber. Weil ich hier der Stirling-Motor ja hinkommt. Und das heißt, dass wir hier jetzt die Pneumatic Tubes ransetzen können. Halt, hier möchte ich erstmal wieder hoch. Mache ich denn da schon wieder für einen Blödsinn hier? Muss man so tierisch aufpassen mit diesen Tubes, wie man die setzt. Ich kann der hier wieder weg und der auch. Machen wir das mal, gehen wir hier den geraden Weg, gehen wir jetzt hier mal durch. So, dann machen wir das nämlich so. Den setzen wir da hin und hier verkleiden wir erstmal wieder alles. Das machen wir so. Und dann brauchen wir jetzt erstmal Eimer. Ich weiß genau, ich hatte Eimer. Wo sind meine Eimer? Ein Lärm ist hier. Geht ja mal gar nicht. Er versucht verzweifelt Strom zu bekommen, kriegt es aber nicht hin. Da sind keine. Da ist ein Eimer. Ich bin mir ziemlich sicher, ich hatte noch einen. Oder war der inzwischen kaputt gegangen? Kann auch sein, dass uns der kaputt gegangen ist, aus irgendeinem bescheuerten Grunde. Dann machen wir uns eben noch einen fertig. Eisen haben wir ja. Machen wir uns hier noch einen.
Und dann müssen wir mal eben nach draußen Wasser holen, zwei Eimer voll. Wenn wir schnell sind, schaffen wir das. Wir sind hoffentlich schnell genug. So, jetzt haben wir zwei Eimer Wasser, schnell wieder rein. Zwei Eimer voll reichen mir nämlich. So, bauen wir uns das Wasserbassin erstmal auf. Beziehungsweise müssen wir jetzt erstmal in den Keller runter. Ich brauche noch Wasserrohre, und zwar die normalen. Steinernes Wasserrohr. Machen wir das jetzt erstmal, damit wir den Lavazug unten wieder in Gang kriegen. Das sollte ganz gut funktionieren. Ab in den Keller. So. Da hinten sehe ich schon irgendwas. Es kann auch... Es ist wohl eher die aufgehende Sonne, die sich hier hinten gerade durchgebackt hat, die sich da lang geschleudert hatte. Das hat man ja manchmal, dass er dann nicht so weit rendern, wie es sein kann. Und dann sieht man unter Wasser die Sonne, unterirdisch die Sonne. So, er ist jetzt erst beim zweiten Ball und ich schätze mal, das Ding wird jetzt leer sein. Unser... Nee, da kommt noch was. Gucken wir mal eben. Wie sieht denn das jetzt aus hier? Nee, da ist noch was. Da ist eindeutig noch was. Müssen wir mal eben hier... Was? Wo kommt ihr jetzt her? Da ist er. Nicht mit mir, mein Freundchen. So nicht. Bogen. Ohne Verzauberung auch noch. Naja, was soll's. Oh, hier, das ist ein bisschen tiefer, wie man gerade sieht. Hier dürfte jetzt aber auch nicht mehr viel kommen. Das heißt, wir werden das jetzt hier dicht bauen. Das ist mir jetzt gerade so ein bisschen egal, weil ich jetzt nämlich hier oben erstmal die Pumpe raushaben möchte. Die brauche ich jetzt nämlich hier für die nächste Sache. Muss ich hier erstmal wieder durch, verdammt. So, da oben ist der Redstone-Motor, den ich jetzt irgendwie nicht aufgehoben bekomme. So, jetzt aber. So, dann heißt das, wir müssten jetzt erstmal zusehen, dass wir jetzt noch ein bisschen Platz haben. Spinnenauge, was soll ich damit? Ich kann erstmal weg. Kann ich die hier nämlich aufsammeln. So, haben wir die. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt hier das gute Stück wieder zum Laufen bekommen. Wo ist er denn? Da ist er. Dann möchte ich den hier ran haben. Und daneben möchte ich jetzt den Redstone-Motor haben. Und dann möchte ich daneben jetzt nämlich den... Nee, halt, so möchte ich das haben. So machen wir das und so machen wir das. Und dann schmeißen wir den an und dann fängt er jetzt schon wieder an zu pumpen. Das heißt, die nächste Lava geht auch schon mal... Alter, die Katze ist aber laut heute. Die brüllt sich hier ihre Lust aus dem Leib, das ist echter Wahnsinn. So, der pumpt jetzt hier schön weiter an der Lava rum. Da ist das Spinnenauge, das können wir jetzt wieder wegnehmen. Und wir können hier eigentlich gleich das Gold mitnehmen, wenn wir eh schon da sind. Müssen nur aufpassen, dass uns jetzt hier nichts erwischt. Das ist mal ein bisschen mehr Gold hier, ne? Ich seh jetzt hier gerade gar nichts, das heißt, ihr seht noch viel weniger höchstwahrscheinlich. Wenn wir uns hier mal eben ein paar Fackeln noch wieder demnächst machen müssen, wenn wir hier runterkommen. So. Er jetzt hier drinne, 6 und 16. Naja, das dauert noch ein bisschen, bis der dann wieder voll ist. So lange basteln wir an der alternativen Energiequelle jetzt noch weiter. Vielleicht bauen wir uns auch noch eine zweite Pumpe extra dafür. Wäre auch noch eine Idee. So, dann geht das erstmal hier wieder hoch. Und bei Feed the Beast möchte ich dann eben umsteigen komplett auf Biodiesel für diese ganzen Sachen. Das hat nämlich den immensen Vorteil, dass man nicht Lava suchen muss und ständig die Pumpe umsetzen und das ist einfach nervtötend. Macht zwar anfangs Spaß, ich sage hier Lava zu suchen, aber wenn man dann merkt, so, ich brauche jetzt noch ungefähr 2,5 Trilliarden, Liter, dann wird es irgendwann nervig. So, von oben kommt nichts mehr, das heißt, der sollte jetzt soweit sein. Dann können wir jetzt hier zusehen, dass wir
den gleich reinsetzen. Die Pumpe, wir können uns ja... Nee, jetzt machen wir erstmal was anderes. Jetzt machen wir das folgendermaßen. Jetzt setzen wir hier erstmal die unendliche Wasserquelle. Das geht so. So, und jetzt, wie man hier sehen kann, kann ich jetzt den hier mal wieder aufsammeln. System kennen ja viele. So, und den können wir jetzt wieder aufsammeln und den können wir wieder aufsammeln. Dasselbe machen wir jetzt hier in dieser Reihe auch nochmal. Und in dieser Reihe. Und so schnell hat man ein unendliches Becken, hat man dann nämlich voll. Ist das nicht herrlich? So, jetzt möchte ich eigentlich eine Pumpe mir bauen. Das ist ja diese hier. Wie ging denn die noch? Minenbohrer, Eisenzahnrad, Eisenbahn, Eisenspitzhacke. Das machen wir uns jetzt einfach mal fertig. Das ist ja nun nicht das Ding hier. Dann können wir die andere nämlich unten lassen. Eisen haben wir dabei, Eisenhacke können wir uns erstellen, Eisenzahnrad können wir uns erstellen. Alles vorhanden, wie es mir scheint. So, 1, 2, 3, 4, machen wir erstmal das Zahnrad fertig. Das ist ja nun nicht so das Problemchen. So, haben wir hier noch Eisen. Wir brauchen Redstone, fällt mir gerade auf. Holzkohle, Kehröl. Kehröl, was ist jetzt schon wieder Kehröl? Das machen wir jetzt mal so. Das Feuerzeug packe ich hier drüben jetzt mit rein. Das nervt mich doch gerade so ein bisschen. Das wird jetzt so ein bisschen unsere Gedönstruhe. Eiserner Redstone-Chipsatz, den können wir hier eigentlich auch gleich wieder reinkloppen. Was mache ich denn hier für einen Scheiß? So, den können wir hier gleich wieder reinkloppen. Dann können wir hier nämlich die nächsten pulsierenden Gatter bauen und so weiter und so fort. Den nehmen wir mal eben weg. Das nehmen wir auch weg. Ich möchte jetzt erstmal pulsierende fertig haben. Da geht hier erstmal nur einer. Und dann soll das erstmal genug sein, denke ich mal, was wir hier denn an Strom rausgezogen haben. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ich würde jetzt so gerne mal diese Waterpump-Pipe hier gerne mal ausprobieren. Goldenes Wasserrohr haben wir. Hölzernes Wasserrohr kriege ich hin. Waterpump-Pipe. Das Ding probieren wir einfach mal aus. Ein Eisenzahnrad haben wir noch, ein hölzernes Wasserrohr können wir uns machen. Ist nicht das Thema. Wir müssten hier ja noch welche drin haben von Kaktusgrün. Oder war das gerade wirklich alles? Nein, da haben wir noch ein Kaktusgrün. Dann machen wir uns das mal eben fertig. Das kommt da rein, das kommt da rein. Und dann müsste ich jetzt hier eigentlich noch hölzernes Transportrohr. Hab ich gleich noch hölzerne Wasserrohre? Hölzernes Wasserrohr habe ich sogar noch. Sehr schön. Dann schmeißen wir das hier erstmal mit rein. Was brauche ich dafür jetzt noch? Waterpump Pipe. Redstone habe ich dabei. Goldenes Wasserrohr habe ich auch dabei. Haben wir eigentlich alles da? Machen wir das mal so. Goldenes Wasserrohr kommt da oben hin. Hölzernes Wasserrohr kommt nach da unten. Links und rechts kommt ein Redstone hin. Und da kommt der hin. Und dann haben wir die Waterpump Pipe. Jetzt möchte ich ja mal fast ausprobieren, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Dass es funktioniert. Vielleicht funktioniert das auch schon so. Gucken wir mal. Nein, da funktioniert gerade nichts. Kommt der hier wieder raus? Wo ist meine Waterpump-Pipe? Hallo, wo ist die Pipe? Die ist hier gerade mitten ins Wasser gefallen. Ich habe es mitgekriegt. Wo ist sie? Jetzt ist die Pipe weg. Ich glaube das nicht. Hä? Ja. Aus irgendeinem Grund ist jetzt die Pipe weg. Öffne mal was Neues, denke ich mir.